Gemeinschaft sind und seiner Weitsicht ist es zu verdanken, dass Bad Wildungen die Tafel im Jahr 2005 gründen konnte. Sie war damit einer der ersten Tafeln in einer kleineren Stadt, abseits von großen Ballungszentren oder Metropolen. Anfangs noch klein, mit wenigen Kunden, etablierte sich die Wildunger Tafel innerhalb kurzer Zeit. 2015 waren es bereits schon über 400 Kunden. Und natürlich sind es seitdem, jeder kennt die Lage, nicht weniger geworden, sondern es werden immer mehr. Längst sind es nicht nur bedürftige Bewohnerinnen und Bewohner von Bad Wildungen und den umliegenden Orten nicht zu vergessen, sondern auch Geflüchtete, die von der Tafel versorgt werden und dieses Angebot gerne und mit großer Dankbarkeit annehmen. 2020 sind es bereits 540 Personen in 325 Haushalten, darunter 160 Kinder aus Bad Wildungen und den beiden Nachbarkommunen Edertal und Wald. Anfang 2023 sind es mittlerweile 720 Personen aus 380 Haushalten und immerhin noch 155 Kinder. Was treibt einen Menschen dazu, sich nicht nur über viele Jahre hinweg im Bad Wildungener Schützenverein ehrenamtlich zu engagieren, sondern auch noch eine Tafel zu gründen und zu leiten? Wohl wissend, und das unterstelle ich Ihnen einfach mal, mit wie viel Arbeitsaufwand dieses Engagement verbunden sein wird. Für mich ist die Antwort klar. Es ist die Freude, anderen Menschen zu helfen. Etwas an die Gesellschaft zurückzugeben und damit auch Freude zurückzubekommen. Zu wissen, dass man mit seinem Engagement vielen Menschen das Leben leichter macht. Ein unschätzbarer Beitrag zum sozialen Miteinander leistet und quasi gelebte Solidarität praktiziert. Das tut gut, oder? Auch wenn die ehrenamtliche Tätigkeit oft stressig, sicher oft anstrengend und manchmal konträr, ich glaube, die Frau Helwig kann das bestätigen, zu privaten Interessen ist. Und natürlich sind auch Qualitäten gefragt. Organisationstalent, Geduld, Verhandlungsgeschick. Eine Tafel gründet sich nicht so einfach und auch die Vorstandsarbeit erfordert hierbei soziale Kompetenz, Führungsqualitäten und vor allen Dingen Fingerspitzengefühl und Einfühlsamkeit. Dass das wunderbar funktioniert, sieht man, wenn man einmal nach Wildunger Tafel Jürgen Helwig googelt. Gleich das erste Bild zeigt einen strahlenden Jürgen Helwig, umgeben von lächelnden Damen, während ihrer Arbeit in der Bad Wildunger Tafel. Der sprichwörtliche Hahn im Korb, auch wenn er sich bescheiden, deutlich im Hintergrund hält. Ich möchte diese Feierstunde auch zum Anlass nehmen, freundlich darauf hinzuweisen, deswegen freue ich mich, dass gefilmt wird, dass die Tafel immer noch gerne ehrenamtliche Helfer willkommen heißt. Helfende Hände hat man nie genug. Und vielleicht kann sich Jürgen Helwig dann auch mal ein bisschen mehr entspannt zurücklehnen und einen Teil seiner vielfältigen Aufgaben anderen abzutreten. Ein Nachfolger ist bereits gefunden, das ist gut, somit geht die Arbeit auf alle Fälle weiter. Aber schließlich möchten auch Sie, denke ich mal, mit Ihrer Frau, Ihrem Sohn, lange und fröhlich noch in gesund in Bad Wildungen leben und sich aktiv am sozialen Leben beteiligen. Sehr geehrter Herr Helwig, es ist mir eine besondere Ehre und ich gratuliere Ihnen dazu ganz recht herzlich, Ihnen jetzt den Landesehrenbrief überreichen zu dürfen. Wem es möglich ist, bitte ich dazu, sich von der Bühne zu erheben. Gesagt, soll ausgepackt sein.
Ehrenbrief des Landes Hessen zur Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit und Leistung werden Herrn Jürgen Helwig Bad Wildung für die Verdienste und die Gemeinschaft Dank und Anerkennung ausgesprochen. Wiesbaden, bereits der 26. September 2023 von Herrn Boris Rhein und von Herrn Landrat Jürgen van der Horst unterschrieben. Ihnen herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Das, was Sie geleistet haben, kann man in Worte einfach nicht genügend ausdrücken. Ich habe es versucht und Sie haben auf alle Fälle so viel Gutes getan, dass Sie in bleibender Erinnerung bleiben werden und natürlich ein super Vorbild sind für alle, die nachkommen werden. Und bleiben Sie einfach mit Rat und Tat uns erhalten und ich glaube, dann wird die Welt doch auch in kleinen Schritten ein wenig besser. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Das sind zwei Briefe. Die mache ich nochmal mit rein. Das sind persönliche Worte vom Ministerpräsidenten und vom Landrat. Da möchte ich jetzt nicht. Und das ist. Wollen Sie? Doch erst nochmal mit Ihnen beiden und vielleicht nachher nochmal mit mehreren. Davor? Ich weiß nicht, wer hier vor der Wand am besten. Und dann klatschen wir denn eigentlich jetzt so, oder? Und nochmal bitte hierher schauen. Jetzt bin ich blind, Frau Röder. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Frau Helwig, das ist für Sie als kleine Anerkennung. Das ist doch schön. Lassen Sie in der Vase drin. Die Vase? Das wäre nett, ja. Das entschädigt nicht das, wofür Sie ist da was, all die Jahre verzichten mussten. Aber Sie haben ja lange auch hier im Magistrat mitgewirkt, auf der politischen Ebene. Von da wissen Sie, was es heißt. Also ein Tag war immer weg am Wochenende, entweder der Samstag oder der Sonntag. Ein Tag hat er immer gesessen unten und hat Pläne vorbereitet oder irgendwelche anderen Dinge. Also es war immer ein Tag am Wochenende weg. Ja, zunächst würde Frau Hedrich jetzt auch ein paar Worte sagen und dann würde ich an Sie das Wort übergeben. Aber wir können uns auch wieder setzen. Jürgen, ich weiß, du bist kein Freund von großen Worten. Setz dich ruhig. Danke. Aber ich als Vorsitzende von Wir für uns soll ich von allen Mitgliedern, insbesondere aber von dem gesamten Vorstand, die besten Wünsche übermitteln, die Gesundheit wünschen und dass all deine Wünsche, die du jetzt noch nicht erfüllt hast, in Erfüllung gehen. Ich wollte eigentlich eine Lobesrede halten, aber Bernd und ich haben uns unterhalten darüber und ich glaube, Bernd ist der lange, lange Lebensgefährte, sag ich schon, Weggefährte. Ihr habt quasi ja Wir für uns und die Tafel so ungefähr zeitgleich gegründet und er kennt dich besser als jeder andere. Wir sind und deshalb, zusammen konformiert worden. Das ist noch besser, also ich finde dich noch besser. Und deshalb haben wir das so gemeinsam überlegt, dass er ein paar Worte sagt, weil er einfach näher an dir dran ist. Ich darf dir das Wort erteilen. Dann stelle ich mich hier hin, Jürgen, damit ich dich ansehen kann. Ja. Mein lieber Jürgen, nachdem der Bürgermeister deine Dienste und deine Arbeit gewürdigt hat, will ich mich anschließen mit ein paar Details aus meiner eigenen Beobachtung. Und das klingt so. Wer unsere Tafelräume im Hause Bahnhofstraße 15 an einem Vormittag bei vollem Betrieb betritt, sieht zunächst wuselig wirkende Aktive bei der Arbeit, Berge von angelieferten Lebensmitteln und gut gefüllte Warenkörbe. Hinter dem Laden und Sortierraum kommen Lager- und Kühlräume, ein Bereich mit Waschbecken und eine Teeküche. Und wer das alles durchschritten hat, gelangt am Ende dieser Raumfolge eine im Souterrain eingesenkte Katakombe, in die nie ein Sonnenstrahl drang. Und das ist dein Gefechtsstand, lieber Jürgen.
sieht man dich hinter den Bildschirmen, PCs, Druckern, Telefonen, Kabelsalat, Büroutensilien, Ordnern, Heftern, Listen, Plänen und Schränken. Dass du dir für deine wirkmächtige Aufgabe als Leiter der Tafel einen Platz hinter den Kulissen ausgesucht hast, offenbart offensichtlich eine Haltung, die sich auch im Moment deiner Auszeichnung mit dem Ehrenbrief zeigt. Denn wer zu einem solchen Anlass ins Rathaus gebeten wird, hat Gelegenheit, Gäste zu benennen, die der Übergabe der Urkunde beiwohnen. Du hättest den Saal mit Leuten füllen lassen können, die deine Auszeichnung mit Glückwünschen und Applaus begleiten würden. Aber wir sehen das Ergebnis. Wir sind nur ein kleiner Kreis, weil du magst keinen Trubel um deine Verdienste. Was du für die Tafel leistet, verdient aber große Anerkennung und Respekt. Der organisatorische Aufwand ist beträchtlich und besteht im Plan des Einsatzes der mehr als 50 Einsatzkräfte zur Abdeckung der Arbeitsschichten im Fahrdienst, Sortierdienst und bei der Ausgabe. Dabei verlangt die Einteilung und Personalführung ein behutsames Vorgehen, denn die ausschließlich ehrenamtlichen Einsatzkräfte kann man nicht kommandieren, sondern nur im Stil von laissez-faire bitten und begleiten. Aber wenn es sein muss, kannst du auch mal brummen und knurren und zeigen, dass du auch Nerven hast. Zu deinen Aufgaben gehört die Kontaktpflege zu den Partnerbetrieben der Tafel, den örtlichen Einzelhändlern und Lebensmittelhandwerkern, die durch die Abgabe ihrer Restbestände das Warenangebot zur Verteilung an unsere Kunden bereitstellen. Zur Ergänzung tragen dank deiner guten Beziehungen auch immer wieder Spenden der Lebensmittelindustrie bei, sei es durch Konserven, Speiseöl oder Süßwaren. Deine guten Verbindungen zu den anderen Tafeln in unserer Nachbarschaft und zum Zentrallager von Tafel Hessen gewährleisten, dass alles Essbare gut verteilt wird und den bedürftigen Kunden unserer Tafel zugutekommt. Unsere Tafel versieht ihre Aufgabe am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeder Woche. Dein Einsatz, lieber Jürgen, verlangt aber meistens eine Präsenz, die bei weitem über die üblichen Betriebsstunden hinausgeht. Trotz guter Einteilung der verfügbaren Kräfte bist du immer wieder die ultimative Anlaufstelle für alles Unerwartete und für jeden Alarm im Betriebsablauf. Beeindruckend ist dein Durchhaltevermögen im Ehrenamt seit 2003. In diesen 20 Jahren hast du mehrere Standortwechsel der Tafel vollzogen, das heißt Umzüge und Neueinrichtungen, Wasserleitung, Schaden und vieles andere. Großartig hast du gemeinsam mit den tapferen Leuten der Tafel die Corona-Pandemie überstanden. Mit nur ganz kurzer Unterbrechung lief der Betrieb weiter, ohne Rücksicht auf das Risiko eigener Ansteckung. Neben deinen Leitungsaufgaben für die Tafel bist du auch einer der Schatzmeister unserer Bürgerhilfe. Dazu gehören Bankgeschäfte, der Einzug mit der Mitgliedsbeiträge, Zahlungsverkehr, die Kasse, aber auch Einkäufe, Reparaturaufträge und vieles andere. Deine Vielseitigkeit, dein Fleiß und deine Beständigkeit sind wirklich nicht zu übertreffen. Wenn es dir auch gelungen ist, für einzelne Aufgaben Nachfolger einzuarbeiten, so müssen wir doch feststellen, ohne dich geht es nicht. Du bist das Rückgrat unserer Tafel. Und darum hoffen wir, dass du gesund und für uns noch lange verfügbar bleibst. Wir gratulieren dir zu der hochverdienten Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen, sind sehr stolz auf dich und sagen dir für alles, was du Gutes getan hast,
von Herzen Dank. Herrlich, Vater, vielen ehrende Worte. Ich bin wirklich ergriffen. Herr Bürgermeister und die beiden Vorredner, für die ehrenden Worte ein Dankeschön. Und dass die Gäste alle gekommen sind, darüber freue ich mich auch sehr. Vielen Dank. Im Namen des Vereins, wir für uns, es ist mir eine große Ehre, den Ehrenbrief des Landes Hessen entgegenzunehmen. Den Ehrenbrief des Landes Hessen nehme ich stellvertretend für alle aktiven Mitglieder des Vereins entgegen. Besonders hervorheben möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz das Projekt Tafel aufgebaut haben und aufrechterhalten. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle herzlich danken. Besonderen Dank gilt es unserem Vereinsgründerin, der Renate Fahrer, die den Anstoß zu diesem Projekt gab. Bedanken möchte ich mich auch bei allen privaten, geschäftlichen und staatlichen Spendern, ohne die es keine Tafel geben würde. Dazu zählt die Stadt bei Bildung und das Land Hessen. Vergessen möchte ich auch nicht das Sozialamt der Stadt Bad Wildungen, das die Tafel von Anfang an aufgebaut und begleitet hat. Auch hier herzlichen Dank. In Zukunft werde ich weiterhin unserem Verein als Schatzmeister tätig sein. Beim Belang der Tafel haben wir, für die Belange der Tafel, haben wir Herrn Volker Schröder gewinnen können, den ich hier eigentlich vorstellen wollte, aber du bist ja überall bekannt wie Wunderhund. Ja, ich bin auch rein zufällig hier. Ich sitze auf der anderen Seite heute. Das war eigentlich alles. Vielen Dank für alles.